Yo, was geht, Bros? Hier ist Nix am Start. Yeah! Mal wieder eine fette Party-Time, ne? Wir sind jetzt hier in Boston. Ich bin natürlich ein bisschen von der Siedlung oder von der, ja, von der Devonport-Siedlung bin ich ein bisschen hierher gelaufen, dass es nicht so ganz langweilig für euch ist, weil wir jetzt bis jetzt wirklich größtenteils immer nur gelaufen sind in der Folge. Aber egal. Jetzt sind wir hier in Boston und müssen... Wo müssen wir hin? Wo müssen wir denn hin? Ach ja. Okay, also wir müssen jetzt nach da hinten. Ist ja jetzt. Okay, jetzt müssen wir halt eben ein bisschen laufen. Aber jo, das ist halt eben Assassin's Creed. Ich habe jetzt aber größtenteils ein wenig abgekürzt, dass man ein bisschen mehr Action in der Folge hat, weil die letzte Folge war jetzt übertrieben lang eigentlich. So lang kann sich ja keiner anschauen. Wenn man sich den Anfang anschaut, ist er tierisch langweilig. Jetzt laufen wir aber trotzdem noch ein wenig. So ist es halt eben. Ich will nicht allzu viel schneiden von dem Spiel. Ich will halt eben wirklich so spielen, wie der Spieler es zocken könnte. Als würdet ihr es jetzt gerade live zocken. Wow. Okay. Ja. Klappe Maul, da sind böse Templer. Die interessieren sich anscheinend nicht für mich. Also, ich falle auch irgendwie überhaupt nicht auf. Also, ich stelle mich mal über den. Seht ihr irgendeinen Unterschied zwischen ihm und mir? Nö, oder? Überhaupt nicht. Es gibt keinen Unterschied zwischen mir und dem oder mir und der. Hier. Wir haben beide so Röcke an, sozusagen. Coole Typen sind wir einfach. So, also wir sind irgendwie auch ganz normale Bürger. Wir klettern. Wir sind eigentlich voll wenig geklettert im Moment. Ich muss mal mehr klettern. Im letzten Assassinen-Teil bin ich ja eigentlich richtig viel geklettert. Und hier klettere ich voll wenig. Das gibt's gar nicht. So, schön am Fenster. Und hopp, jump. Genau, sehr schön. Er kann wenigstens noch die ganzen Sachen, die man auch im zweiten Teil und in den weiterführenden Teilen gelernt hat, auch. Das ist schon mal was. Und jump. Nein. Okay, ich habe schon gedacht, jetzt lasst er los und wir plumpsen nach unten. Ey, das müssen wir öfters machen, so hier, so klettern. Das geht viel schneller hier. So, jetzt muss ich mal kurz nach unten. Lass mich gerade mal fallen. So, jetzt machen wir hier alles kaputt hier. So, können wir auch Kühe reiten? Ne, können wir nicht, okay. Weiter geht's. Lol. Was macht? Nein, runter. Bald sind wir da, bald sind wir da, bald sind wir da. Okay, dann ist gut. Also irgendwie muss ich jetzt wirklich mehr labern. Ich bin gerade irgendwie voll mit den Gedanken an meinen anderen Let's Plays. Zum Beispiel Far Cry, wo ich zocke. Ey, heftig. Aber egal, ich zocke jetzt gerade Assassin's Creed 3. Und das ist auch ein verdammt geiles Spiel. Und jetzt laufen wir wieder so ganz normal, wie ein ganz normaler Bürger. Das gibt's nicht. Also ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, dass ich eigentlich voll behindert auf der Straße laufe, wie so ein ganz normaler Bürger. Soll ja eigentlich nicht sein. Wir sind ein Assassin. Wir dürfen klettern. Wir haben Lizenz zum Klettern. So, ihr wisst Bescheid. So, aber bald sind wir da. Dann können wir die Mission starten. Dann ist wenigstens ein bisschen mehr Action. Hier alle Leute wegtackeln, ne? Oh, bisschen schneller. Wie weit ist es denn jetzt noch? Oh. Wir müssen nach da hinten. Ah, scheiße. Können wir... Nee. Können wir da? Ja, okay, komm, wir machen jetzt da eine Schnellreise hin. Dann sparen wir auch wieder ein bisschen was. Also, es gehört jetzt nicht zum Schummeln, wenn wir jetzt die gegebenen Schnellreisen benutzen. Das spart nur ein wenig Zeit und ihr habt dann auch ein wenig mehr Action und mir geht nicht so schnell der Gespräch, das Gesprächsstoff aus. Weil wenn wir so viel laufen, dann muss ich da so viel erzählen und alles mögliche und dann fällt mir irgendwann mal nichts mehr ein. Und jetzt klettern wir hier einfach mal das Haus da hoch. Ja, ich muss da sowieso nach da unten. Okay, gut. Da müssen wir rein. In diese Tür da.
So, jetzt gehen wir mal in dieses Paul Revers Haus. Ob, rein. Okay, gut. Ist jetzt wieder eine Bar. Und dann können wir mal wieder richtig fett einsaufen gehen. Oh, das müsste ich mal wieder machen gehen. Ey, am Wochenende wird gesoffen. Ah, was Spaß, ich bin kein Säufer. Oh, wieder da rein platziert. Platzt. Bist da. Bitte lass mich hier William Dawes und Robert Newman vorstellen. Dein Brief sagte, dass John... Yo, Bros! What's up? Bereitet einen Angriff auf Lexington vor, wo Adams und Hancock Unterschlupf fanden. Danach will er nach Concord ziehen und unsere Waffen und Vorräte zerstören. Du musst uns helfen. Dann sag mir, wo ich ihn finde, und ich werde das sofort beenden. Er hat Dutzende, wenn nicht Hunderte von Soldaten zur Verfügung. Du kannst dich ihm nicht alleine stellen. Keine Sorge, das musst du auch nicht. Wir haben selber eine ganze Armee, die nur darauf wartet, die Waffen zu erheben. Dann wirst du sie wohl rufen müssen. Nun gut. Du und ich überqueren den Charles River und geben Alarm. William, du nimmst bitte den Landweg und tust dasselbe. Robert, ich brauche dich in Christchurch. Zünde das Signal. Zwei Laternen, wenn der Feind von See kommt. Keine Zeit zu verlieren, mein Freund. Es geht um Leben und Tod. Komm! Also, der Connor ist ja wirklich schon ein ziemliches Tier geworden. Richtiger Ochs hier, voll die Muskeln, ey. Sieht fast genauso aus wie ich hier von der Breite. Okay, ich bin noch ein bisschen breiter. Yeah! Ja, aber voll das Tier, ey. So, also, was müssen wir jetzt machen? Wir müssen jetzt an irgendeinem River-Dingens, Gedöns und so weiter, müssen wir jetzt Alarm schlagen und dann müssen wir dem... Ah, da stand es jetzt eben. Hab ich voll verpeilt. So, ah, jetzt sind wir da. Queensland, 18. April, 1745. Es gibt nur ein einziges Pferd. Wir müssen zusammen reiten. Ja. Du nimmst die Zügel, ich navigiere. Schnell, Connor, steig auf das Pferd! Was ein Gaylord! Der will unbedingt. Ich führe dich zu denen, die wir alarmieren müssen. Folge meinen Anweisungen und wir sind bald fertig. Wo muss ich denn lang? Ah, okay, jetzt hier in diesem grünen Teil sind wir jetzt richtig. Sehr schön. Wie das aussieht, Alter. Ich weiß doch ganz genau, in einer Folge habe ich mal gesagt, so, oh, kann man eigentlich auch zu zweit dem Pferd. Die sind auf Kurs. Da vorne sind schon welche. Hä? Was habe ich gerade gemacht? Ah, so, okay. Komm, ein bisschen schneller. Ah, die kriegen mich eh nicht. Ey, die sind viel zu lahm hier, ne? Die kommen überhaupt nicht hinterher. Sind schon, ja. So, okay, jetzt sind wir ziemlich falsch gelaufen, so wie es aussieht. Ja, ey, du sollst... Du solltest mir auch schon sagen, wo wir hin müssen, ne? Es ist sicherer, wenn wir uns den Häusern zu Fuß nähern. So, okay. So, dann folge ich dir mal, ne? Auf, los! Muss ich jetzt bei jedem Haus hier... Das ist der richtige Ort. Geil, Alter. Ich laufe einfach mal zu irgendeinem Haus und schon ist es das Richtige. Wie geil war denn das? Ja, bitte? Wer ist da? Lass alle wissen, dass die Rotröcke auf Lexington und Concord marschieren. Die Briten kommen! Zurück in den Sattel, mein Freund. Wir müssen noch mehr Leute warnen. Ah, also müssen wir jetzt eigentlich nur jedem Bescheid sagen, so, hi, Bros, hier die Rotröcke, ne, mit denen ich auch schon getanzt habe. Exzellent, die Richtung stimmt jetzt. Ha,
wie die komisch angeguckt hat, wie ein Auto, ey. Ich glaube, wir sind auf Kurs. So. Nach rechts, Connor. Okay, sehr schön. Reite weiter. Ah, also, der sagt mir jetzt... Reite weiter. Du musst nach links, Connor. Finde ein Versteck, Connor. Schnell, bevor man uns sieht. Hier, dann nach links. Nee, ich brauche hier nicht du unbedingt. Du musst nach links, Connor. Wie, ich muss nach links? Da ist Wasser, ey, du. Reite weiter. Kann ich da jetzt hin? Exzellent. Die Richtung stimmt jetzt. Bin ich hier richtig, oder? Bin ich hier jetzt in diesem Ort hier richtig? Dafür sollten wir absteigen. Leiser und schneller. Ist das? Ne, das ist nicht. Das ist das hier aber. Ne, ist es auch nicht? Dann ist es aber das da oben. Ne, das ist auch nicht, das ist nur eine Scheune. Fail! Ich sag mal, wo... Ey, Kumpel, du musst mir auch schon sagen, wo wir hin müssen. Ah, da ist ja auch noch ein Haus. Hast du das gehört? Könnten Rotröcke sein. Vorsicht! Das ist es! Ja, ey, laufe ich hier einmal doof hier rum und der könnte mir ruhig mal Bescheid sagen, dass es hier ist, ne? Hampelmann, ey. Ja, bitte. Wer ist da? Sag Bescheid. Die Rotröcke sind im Anmarsch. Sofort! Ey, das war doch dasselbe, der in einem anderen Haus auch war. Da bestimmt sind da so unterirdische Tunnel und ist dann einfach in dieses Haus da schnell rein. Du musst nach links, Connor! Reite weiter! Ja, wir sind hier ganz genau richtig. Nach rechts, Connor! Muss ich jetzt nach da drüben? Ah, ich muss aber da über die Brücke laufen, ne? Weil das ist der einzigste Weg, wo ich mit dem Pferd langlaufen kann. Rechts rum! Das ist wieder diese Rotröcke. Es ist sicherer, wenn wir uns den Häusern zu Fuß nähern. Da ist es zwar, aber ich muss jetzt erstmal noch ein wenig laufen. Bisschen weg hier, ne, damit die mich nicht mehr suchen, so wie jetzt. So, jetzt aber. So schön hier mal. Es ist sicherer, wenn wir uns den Häusern zu Fuß nähern. Okay, dann machen wir das mal. Wir laufen jetzt gerade mal hier in Richtung zu diesem Haus das hier. Das ist es. Ja, das wusste ich, das sah man doch an der Tür und bestimmt ist es wieder dasselbe, weil er auch wieder einen unterirdischen Tunnel benutzt hat. Dieser Schlawiner-Dom, ey. Richtiger Schlawiner ist das. Ja, bitte. Komm nur herein. Ey. Hier, wir sind hier. Packt sie. Ja, wenn man das dem zweimal sagt, beim dritten Mal ist es klar, dass... Wir müssen sie abhalten. Nein, mein armes Pferd. Mein armes Pferdchen. Ach du Scheiße. So langsam. Mein armes Pferdchen. Alter, willst du mich verarschen? Zu langsam. Kann der überhaupt sterben da? Und jetzt. Alter, was für ein Tier, ey. Ich will hier erstmal die ganzen Leute da wieder umlegen. Boah, eher gehen wir drauf, anstatt... Alter, ich hatte den beinahe. Nein! Verbündet der Tod, das gibt's doch nicht. Kann er sich nicht wehren, oder wie war's, ey? Hammer hat? Doofkopf, ey. Wenn wir jetzt wieder das Pferd haben, dann laufe ich einen anderen Weg diesmal.
müssen die Rotröcke abschütteln. Wir haben diesmal immer noch, wir haben wieder das Pferd. Okay, okay, okay. Jetzt glaube ich mal hier so ein bisschen in diese Richtung hier. Schneller! Wir müssen ihnen entkommen! So am Wasser entlang. Das ist eigentlich sehr gut so am Wasser entlang. Ah, es klappt sogar. Warum habe ich das nicht gleich gemacht? Und wir haben sogar noch unser Pferd. So, haben wir geschafft. Das war zu knapp für meinen Geschmack. Okay, jetzt müssen wir wieder zurückreisen. Aber ich verwechsel immer Select mit Start. Das gibt's doch nicht, Mann. Bin ich blöd hier. Müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Schütze, wir müssen dahin. Okay, jetzt müssen wir einen Sam Pescott finden. Zeitlimit für das Erreichen Pescotts. Oh, okay, gut. Da müssen wir uns wohl ein wenig beeilen, damit wir die hundert rechts rum! Nach rechts, Connor! Nach rechts! Ja, aber vielleicht siehst du, dass da irgendwie es nicht möglich ist, nach rechts zu gehen? Ich glaube, wir sind auf Kurs. Links! Pff, Doofkopf, ey. Reite weiter! Also, ich laufe jetzt einfach mal hier diesen Weg hier entlang. Wir werden es wahrscheinlich nicht schaffen. Hier, dann nach links. Den Pescott zu erreichen. Da lang, Connor! Okay, außer es sei denn, er ist jetzt hier irgendwo und versteckt sich gerade. Dann haben wir gute Möglichkeiten. Oh, ihr seht schon. Was, ich bin richtig schlecht hier in diesem Reiten, ne? Ich bin nicht nur ein schlechter Ego-Shooter und sonstige Scheiße. Ich bin sogar richtig schlecht hier auch noch im Reiten. Da wären wir. Jetzt besser zu Fuß weiter. Okay, jetzt sind wir hier. Jetzt laufen wir zu Fuß. Zu Fuß. Zu Fuß. Ah, da oben müssen wir wahrscheinlich jetzt hin. Okay, wir haben es nicht erreicht. Zeitlimit für Pescott nicht erreicht. Und schade, jetzt hätte ich so gerne dieses. Okay, gut. Oh, ich bin schon ein ziemlicher Assi. Okay, jetzt sind wir hier. Das ist es. Das ist der richtige Ort. Okay, jetzt müssen wir dem auch noch Bescheid sagen. Bestimmt ist es wieder dasselbe. Wo zum Teufel ist der? Bist du sicher, dass wir hier richtig sind? Natürlich sicher. Prescott? Guten Abend, die Herren. Hör zu, die Rotröcke kommen. Du musst deine Männer sammeln. Und eine Hose anziehen. Sofort. Ey, die ist doch nicht nackig da rumgelaufen, ey. Gleich mal hinterher. Gleich mal hinterher hier. Rennen aber wirklich. Das Hancock Clarkhouse in Lexington erreichen. Oh, jetzt bin ich schon wieder 18 Minuten hier, ne? Und eigentlich voll spannend hier, ne? Okay, eigentlich müssten wir dann gleich diese Mission beendet haben. Dann sind es halt eben 20 Minuten. Ist ja jetzt auch nicht schlimm. Und hopp, aber wir sind sowieso gleich da. Müssen wir jetzt da rechts zu diesem Haus? Willkommen in Lexington, Connor. Jetzt suchen wir Hancock und Adams. Keine Spur von Dawes. Ich hoffe, es geht ihm gut. Okay, da ist das Haus, wo wir jetzt reingehen müssen. Okay, Bros, die Folge endet hier vor diesem Haus. Ich weiß, ihr würdet mich jetzt am liebsten töten, ne? Weil ich einfach so mies bin und sage, hier vorbei, over, ne? Aber ja, ich bin jetzt schon fast 20 Minuten bei dieser Folge. Beziehungsweise ihr seid ja auch dabei, ne? Also, ja. Die Folge endet hier. Haut rein, bleibt cool und wir sehen uns morgen oder bei der, besser gesagt, bei der nächsten Folge. Alles klar, Bros. Ciao, Sen.